Heute zeige ich euch ein ganz schnelles russisches Gebäck. Gräbli, die sind super fluffig. Ihr braucht 100 Gramm Sauerrahm, ein Ei, 250 Gramm Kefir, 450 Gramm Mehl und eine Packung Backpulver. Das Ganze zu einem glatten Teig mixen und dünn ausrollen. Am besten mit einem Pizzaroller Streifen runterschneiden und dann kleine Ecken. In der Mitte ein kleines Loch reinschneiden und eine Seite durchklappen. Bei mittlerer Hitze in Sonnenblumenöl oder Rapsöl auf beiden Seiten goldig rausbacken. Auf ein Kuschentuch abtropfen lassen und vorm Servieren mit Staubzucker bestreuen. Wenn ihr es ein bisschen süßer haben wollt, könnt ihr noch einen Esslöffel Zucker in den Teig dazu mixen. Wir haben es mit der selbstgemachten Kirschmarmelade dazu gegessen. Probiert es aus und schreibt es mir zu den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat. Meine Jungs waren auf jeden Fall richtig begeistert.